Hallöchen meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter und ich würde heute gerne dieses kleine, große Stargate, oh Gott, ich wollte oben drauf landen, mit euch begutachten und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg dahin. Ich finde es hier voll schön, wie alles schon so schön teilweise grün ist. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen wegen diesem Gebiet hier nicht so schön. Eventuell finden wir ja unterwegs ein paar Materialien, um uns da hinten so ein Shelter aufzubauen. Das wäre voll cool. Das müsste eigentlich schon sein. Dann bräuchten wir noch Materialien vielleicht für einen Schrank oder so. Eins. Was sind sie? Ja. Nee, das ist alles Titan. Oh, sieht halt voll schön aus, ne? Vor allem mit dem Wasser jetzt auch. Boah. Hier ist so eine kleine Base. Wäre bestimmt voll cool, wenn du aufwachst. Also, wir schlafen ja nicht, aber... Stimmt, wir schlafen nicht. Da geht's in den Canyon runter. Da gehen wir auch noch hin. Hier ist ein kleiner Bereich, wo wir looten können. Gehen wir kurz rein. Bau dir hier ein Schränkchen. Reicht eins? Weiß gar nicht. Mein Weg bekommt ihn wahrscheinlich genug. Ich Lampi an. Bäh. Dass hier überall diese ganzen Wrackteile rumliegen. Wir müssen gucken, ob sich irgendwelche Dinge, Türen oder so, zerlegen lassen. Wände wollte ich sagen, nicht Türen. Hier geht's dann ins Wasser. Okay, und wir müssen gleich wieder raus, weil wir keinen Platz mehr haben. Das ging schnell. Das ging schnell. Nee, nicht zerlegen. So. Hau das mal hier rüber. Nein. Du kannst ja das zwei mit rüber machen. Dann ist es nicht so voll, mein Inventar. Also, wir waren hier, hier, hier geht's ins Wasser, hier geht's in ein Wasser. Ich mach das hier mal kurz weg, da gehe ich dann später rein. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Hier geht's raus. Nee. So, kann ich hier irgendwas zerlegen? Nee. Okay. Sehe nichts, wenn ich... Okay.
Okay, das merke ich mir gleich. Merk's mir natürlich nicht. Gucken da gleich nochmal rein, ja? Ganzen Erze. Sortier mal kurz. Den kann ich sowieso nicht mehr erforschen. So, dann. Hier oben hatten wir ja alles. Ich muss noch mal ins Wasser gehen. Hier hatte ich ja auch alles. Okay, also das Ding zu bauen hat 2 Jahre gedauert. Wahrscheinlich das mit diesem Stargate-Ding da. Aber dann ging alles schief und das wurde von dem Planeten hier angezogen. Hier ist noch ein Fusionsreaktor. Gehen wahrscheinlich später noch irgendwelche Türen auf oder so. Es ist halt immer schwierig, unter Wasser zu lesen, weil du halt... Okay. Hier ist eine Höhle. Okay. Hier geht's nicht weiter. Weil du, halt fast keine Luft mehr bekommst da, ne? Wenn du zu lange unter Wasser bist. Wieso ging das hier hin in eine Höhle? Wollten die sich hier durchbuddeln? Ich glaube, ich habe alles, ne? Ich glaube, ja. Damn. Ich finde den Ausgang nicht. Sehr komisch. Lass mal kurz noch einen dritten Strang bauen. Ich muss da gerade nochmal laufen. Ich will nämlich jetzt da kurz mal ein paar Sachen nach Hause bringen. Damit die schon mal weg sind. Die brauchen wir ja. So ist es ja nicht. Okay. Pass mal auf. Und den tue ich mal kurz noch hier rein. Der kann hier bleiben kurz. Ich fliege dann eh gleich nochmal her und hole. Nimm den doch mit. Die sind zwar nicht so wichtig jetzt, diese beiden Baupläne, aber wir kommen sowieso gleich nochmal her. Lege ich jetzt mal kurz zurück. 360 MTI. Ich glaube Kräuter, ich weiß nicht, was genau Kräuter sind. Aber es wird auf jeden Fall nur ein bisschen grüner.
Es verändert sich jetzt nicht so viel. Eventuell, ich weiß nicht, ob Kräuter schon drin sind. Oder ob man einfach nichts sieht bei Kräuter. Dass halt nur ein bisschen grüner wird. Oder halt hier solche kleinen, kleine Grasbüschel kommen. Vielleicht meinen die das mit Kräuter. Auf jeden Fall ist hier schon wirklich der sehr grün. Vielleicht sind es tatsächlich diese kleinen Grasbüschel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die habe ich ja auch noch da. Okay. Samen, die habe ich hier oben gelagert. Fünf Lirma haben wir jetzt. Die Lirma, die werden auch noch, die brauchen wir für ein bisschen was auch. Unter anderem ja für die Raketen. Und wenn wir Bäume pflanzen wollen. Glaube ich später dann. Was wollte ich gucken, wie weit wir mit den Kräutern sind. Vergessen. Verdammt. Mach ich aber gleich noch. Hier oben wäre halt auch eine schöne Fläche, um zu bauen, aber dann guckst du auf das dunkle Gebiet hier. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also auf das da. So sieht es eigentlich okay aus, aber ja, ich finde das nicht so. Finde es nicht so toll. Da finde ich das da hier schöner. Finde ich das hier schöner. Aber was sollte das sein? Sollte das wie ein Raumschiff sein, was dann gebaut wurde? Noch was? Nee. Kannst du eigentlich da lassen? Jetzt nicht so wichtig. Hier schauen wir gleich nochmal her. Was ist voll schön. Gibt sie irgendwo? Gab sie irgendwo eine blaue Kiste? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Komme ich nicht durch. Blub, blub. Gut wäre es gewesen, wenn man da irgendwie reinkommen würde in diesem Kreis. Das wäre schon cool. Ich glaube. Ich geh erstmal wieder heim. War hier Richtung heimwärts? Ja, ne? Ja. Da ist eine Kiste.
Theolit. Das ist was Neues. Weißt du was? Nimm den mal. Nimm den einfach mal. Dann schaffst du es wenigstens bis heim. Ging's hier runter? Bin ich jetzt hingeflogen? Oh! Wo bin ich denn? Ich muss hier runter, ne? Da war noch eine Kiste. Die hatte ich jetzt gar nicht. Ein Ding. Hier oben wäre auch cool, ne? Wird dunkel. Wegen dem Gebiet. Hier sind auch noch Kisten. Die, da haben wir zwar schon mal reingeschaut, glaube ich, aber da waren es, glaube ich, auch nur normale Materialien drin. Kann ich hier schon was machen? Theolit. Schreibt man das so? Das wächst dann auch später. Bindet sich auch noch. Hau ich kurz mal hier mit rein, weil es eher wie so ein Baum ist. Also es ist ein Baum. Den Samen hatten wir gefunden. Hunger, 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 Hunger. Ich nehme nochmal das da zu dir. So, was habe ich jetzt? Das, das und das. Habe ich schon mal gegessen? Nimm das mal noch mit. Ein zweites auf jeden Fall. Hier kannst du dir auch noch was rausnehmen. Dann kannst du wieder volllaufen. Oh, wir haben die Heizung. Ich will gar nicht gucken, was die braucht. Überlegierung. Ja. Oh, wir können auch. Stimmt. Ah, den können wir jetzt bauen mit Zeolit. Das machen wir. Das ist wichtig. Heizung ist jetzt okay. Aber das Zeolit, das wir gefunden haben, würde ich gerne verwenden. Mit diesem Gas und ein Dings da. Und daraus bekommen wir nämlich dann diese Methankartusche. Enthält Methan. Sieht schon irgendwie crazy aus. Wir schauen noch mal runter, okay? Wir können natürlich auch kurz diese Dinger leer machen, damit sie sich wieder füllen können. Wäre, glaube ich, auch eine Maßnahme. Wir könnten mal zur Superlegierung gucken. Sollen wir das heute noch machen? Ich glaube schon, oder? Machen wir das heute noch.
dürfte ja nicht so viel Superlegierung mit drin sein, aber zumindest ein kleines bisschen vielleicht. Eventuell. Das war voll nach wie vor. Das ist auch voll. Okay. So, dann gehen wir kurz mal rüber zur Superlegierung, würde ich sagen. Bin gespannt, wie... Quatsch, Superlegierung, Schwefel. Was will ich mit Superlegierung? Können wir, wenn wir den T2 haben. Und dann können wir Superlegierung machen. Rausbohren. Es kam schon ein bisschen mehr raus. Kam schon ein kleines bisschen mehr raus. Sehr cool. 400. 5. Guck gleich mal, wie weit ich mit den Kräutern bin. Hat mich ja schon vorhin interessiert. Ich denke wirklich, dass das diese kleinen Dinger hier sind. Wäre auch voll cool, wenn man sagen könnte, was er genau extrahieren soll, aber wenigstens kommt da ein bisschen raus. Das ist doch nicht schlecht. So, was habe ich jetzt gesagt? Machen wir? Ich hab's vergessen. Ich meine, die Heizung könnten wir rein theoretisch nicht aufstellen. Ja. Zwei Stäbe und ein Schwarzpulver. Schwarzpulver habe ich mir gemerkt, was ich dafür brauche. Nee, habe ich nicht. Zwei Schwefel und ein Ding, ja. Schwefel. Vielleicht hatte ich auch noch ein Schwarzpulver hier, aber. Ich mache jetzt mal eins. Und wo stellen wir die Heizung hin? Das ist eine gute. Warte. Wollte da oben drauf. Aber da ist es so weit oben. Wir stellen die erstmal hierher. Da kommt dann später noch überall so Foundation hin. Eder. So, ich wollte gucken. Und 43. 43% Prozent. Wie sieht es denn hier aus?
Warte mal, wie viel haben wir eigentlich noch? 4. Oh, das, da müssen wir bald wieder. Da müssen wir bald wieder was Neues hinstellen. Ich glaube, das könnten wir jetzt halt gerade noch mitmachen. 100. Was braucht das nochmal? 3. Eine Superlegierung und Schwarzpulver. Gesagt, ich könnte in dem Schrank eventuell einen Schwarzpulver haben. Ja. Aber das bleibt jetzt erstmal dann da. Das ist schon okay so. Ja, ist so ineinander perfekt. Perfekt, perfekto, perfekto. Warte mal, ich wollte hier gucken. Sieht doch wieder gut aus. Sieht doch wieder gut aus. So. Das rennt schön. Sauerstoff könnte ein bisschen mehr rennen. Sauerstoff könnte ein kleines bisschen mehr rennen. Halt nur 17 Luftdruck. Wollen wir noch ein bisschen Überlegierung herstellen? Okay, so viel hat er jetzt noch nicht. Noch eins noch. Eins bräuchte ich noch. Könnten wir noch einen Bohrer hinstellen? Außer natürlich. Was brauchte der? Osmium. Weiß ich gerade gar nicht. Wie hatten wir denn von dem noch? Haben wir noch 2, verdammt. Dann muss ich warten. Wow. Hallo? Ich hab mich verzettelt. Dann müssen wir warten. Wollen wir noch eine Rakete? Da kommt doch ab und an Sauerstoff mit raus, das stimmt. Mal, wir könnten hier doch anstatt sonstiges einen Sauerstoffschrank machen. Kannst du erstmal hier mit reinlegen? Eigentlich für das auch im Schrank, oder? Das ist nicht schön. Das ist besser. Jetzt haben wir noch einen Pilz. Wir müssen hier irgendwo noch einen Pilz mit reinquetschen. Weil Pilze brauchen wir später für diese Klumpen. Also was heißt später, die brauchen wir für diese Klumpen. Eigentlich jetzt schon. Bisher haben wir genug Klumpen gefunden.
Nee. Nimm den. So. Pilze haben wir nicht so viel. Und wenn die Schränke mal voll sind, können wir auch dann ab und an mal was essen. Was brauchten wir nochmal? Schwefel, ne? War ein Dings da. Algen. So. Haben wir das schon mal perfekt. Ah, das wird doch. Das wird doch. Huch, was war das jetzt? Hatte irgendwas gesehen. Da hinten gab es noch ein bisschen mehr zu entdecken. Außerdem kommen wir dann, wenn wir hier nach rechts gehen, in das Gebiet, was wir, wo wir schon mal kurz reingespitzt haben. Ich würde sagen, wir gehen dann morgen nochmal hin und gucken uns da noch ein bisschen um. Mal gucken, was wir noch so finden morgen dann. Oh, ist halt voll schön. Jetzt alles so nach und nach schön grün wird. Die Hälfte haben wir geschafft. Das wird doch. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die Kommentare und für die Likes. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen da hinten in diesem Biom um, was wir noch so alles finden. Und dann wird er schon. So nach und nach. Ich freue mich. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Ciao.